Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Wir haben heute den 19. November und am 19. November möchte der Marc, unser Mentalist, mal wieder ein Geburtstagskind präsentieren. Ja, ich glaube, ihr kennt sie fast alle. Unsere Jodie Foster ist am 19. November 1962 geboren worden. Jodie Foster hat gespielt in Taxi Driver, Das Schweigen der Lämmer. Ja, Taxi Driver hatte ich auch nicht mehr auf der Pfanne. Ja, stimmt, als kleines Da denkt man nur an Robert De Niro, ne? Ja. Aber Schweigen der Lämmer natürlich, das war so ihre, ich glaube, das war ihre größte Rolle, ne? Mit der sie so richtig Paraderolle, würde ich sagen. Ja. Paraderolle, genau, wie man es so schön sagt. Ne? Ja. Oscar-Preisträgerin. Die alles Regisseurin, die macht alles, ne? Ja, super. Jodie. Und vor allen Dingen, die ist schon also richtig, richtig, richtig erfolgreich, ne? Das kann man schon sagen. Geht so, ne? Also sie kann schon von leben. Ja. Ja. Ich glaube, sie hat nur noch zwei Nebenjobs oder so. Naja, ja, eine Putzstelle vielleicht noch. Putzstelle oder im Studio, wenn die Lichter ausgehen. Ja, und im Imbiss irgendwo. Im bestimmt. Imbiss, ja, auf dem Set. Ja, genau. Und 2002, am 19. November, ist die Prestige, das war ein Schweröl-Tanker, der ist vor der spanischen Küste auseinandergebrochen. Hey. Etwa 270 Kilometer vor der spanischen Küste. Da war eine riesen Ölpest damals. Das war 2002 und am 19. November. Den hat es aber richtig zerrissen, ne? Komplett, ja. Das war, der ist ja richtig durch. Das ist wirklich durch. Der war beladen mit 70.000 Tonnen Schweröl. Oh Mann, ey. Ja, das war nicht so schön damals für Spanien. Aber am 19. November ist noch etwas. Ja, ich könnte euch natürlich erzählen, was am 19. November war, aber ich muss jetzt leider erstmal auf die Toilette gehen. Ich erzähle es euch vorher noch schnell. Am 19. November war der internationale Welttoilettentag. Ach so, Toilettentag, ja? Genau. Ja, 2001 erstmals ausgerufen durch die Welttoilettenorganisation. Ja. Warum macht man so einen Welttoilettentag? Ich habe keine Ahnung. So Toiletten haben ja eigentlich keine Seele oder so. Keine Lobby. Haben Toiletten Lobbys? Warum braucht man einen Welttoilettentag? Warum braucht man einen Welttoilettentag? Weil wir vielleicht dankbar sind, dass es Toiletten gibt, dass wir nicht mehr mit dem Spaten in den Wald müssen. Es gibt ja diese japanischen Toiletten. Die sind ja mit Heizung und mit so einem Strahler, der den dann halt Popo sauber macht und so ein Kram und allem möglichen. Echt? Ja, ich habe mir von einem Deutschen, der in Tokio lebt, habe ich mir sagen lassen, wenn du das einmal angefangen hast, dann willst du das nie wieder loswerden. Also da willst du nicht mehr nach Deutschland auf die Toilette gehen. Echt jetzt? Ja, das muss voll geil sein. Ich würde aus meiner Sicht sagen, deutsche Toiletten sind geil, sind super, besser als französische Toiletten. Hast du schon mal? Ja, komm. Katastrophe. Komm. Ja. Also heute auf jeden Fall Welttoilettentag. Alle Toiletten da draußen, ich denke an euch. Wir lieben euch. Ja, genau. Und am 19. November 1837 ist in Österreich die erste Eisenbahnlinie eröffnet worden. Die erste Eisenbahnlinie führte von Deutsch-Wagram nach Florisdorf. Mhm. Jetzt wissen wir das. Wann war das? 1837. Ja. Das war Daily, deine tagesloses Angeberwissen. Jetzt könnt ihr mit dem ganzen Wissen rausgehen und das erzählen. Und könnt ihr tun, als wenn ihr voll schlau wärt. Wir tun auch nur so, weil wir es ja alles ablesen. Wir können es ablesen. Ja. Ich sage bis morgen. Cheerio, bis Sophie. Macht's gut, ciao.